Willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Nach dem grandiosen Meilenstein Super Mario Bros. Für das NES bzw. Famicom war man sich bei Super Mario Bros. 2 nicht ganz einig. Japan produzierte einfach nur viel schwerere Level, was später als Super Mario Bros. The Lost Levels bekannt wurde. Und die USA und Europa benutzten das japanische Spiel Doki Doki Panic mit Mario-Charakteren. Beim dritten Teil Super Mario Bros. 3 sorgte Miyamoto dafür, dass alle wieder ein einheitliches Spiel bekamen. Und zwar das beste NES-Spiel überhaupt. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass kein anderes NES-Spiel umfangreicher und innovativer ist und mehr Spaß macht. Das hier allerdings ist natürlich auch wieder die 16-Bit-Version von Super Mario All-Stars. Und wir legen los. Erste Neuerung, eine Weltkarte. Man muss nicht alle Level spielen, aber wir werden in diesem Let's Play alle Level spielen. Erste Welt, erste Level, Mario Start! Und das Ganze orientiert sich mehr wieder am ersten Super Mario Bros., nur war es auch auf dem NES grafisch wieder deutlich ansprechender. Hat grafisch damals alles aus dem NES rausgeholt, das absolute Maximum. Auch das ein Grund, warum es wirklich... Danke, Paragumba. Auch das ein Grund, warum es zu den besten oder das beste NES-Spiel überhaupt ist. Grundprinzip bleibt dasselbe. Wir können auch wieder nach hinten laufen. Das war in Super Mario Bros. 1 auch nicht möglich. Und ansonsten bietet dieses Spiel auch jede Menge Secrets. Jetzt auch diese goldenen Blöcke. Tja, und auch neuere Games wie die New Super Mario Bros. Serie haben oft von Super Mario Bros. 3 und Super Mario World, den insgeheim vierten Teil, viele Elemente übernommen. Also das ist wirklich ein Mario hier, das, wo die neueren 2D-Jump-Runs oft drauf aufbauen. Ah, die Musik. Es ist ein großes Abenteuer, das ist auch Wahnsinn. Und hier, Tanuki. Ja, Tanuki, was es ist, gibt es in den Kommentaren immer wirklich, Duelle um Leben und Tod, Wortgefechte. Offiziell ist ein Tanuki ein Marderhund. Eine Form eines Marderhundes. Also kein Waschbär. Weil wir haben früher immer gedacht, das wäre ein Waschbär. Ich glaube, das stand sogar in der deutschen Anleitung auch. Weil es auch aussieht wie ein Waschbär. Und deswegen habe ich es auch im ersten Let's Play gesagt. Seit Mario 3D-Land, als plötzlich wieder das Tanuki aufgetaucht ist, wird es hier wieder zum Thema. Aber es ist ein Marderhund. Sagen wir... Ey, ich dachte, der trifft mich nicht. Sagen wir einfach, es ist ein Tanuki und es sind alle glücklich. Hat jedenfalls seinen Ursprung hier gehabt. Eine nette Verwandlung. Damit können wir dann nämlich auch ein bisschen mitfliegen. Zwar nicht so gut wie mit dem Cape in Super Mario World, aber... hier kann der Tanuki fliegen, nicht wie in heutigen Spielen. Da hat er das sozusagen verlernt. Ja? Und hier gibt es ein knallhartes Secret in dem Level. Hammer, Bruder! Du auch schon wieder da. Das Secret wollen wir uns dann krallen. Oh, das hat nicht mal geklappt hier mit dem Panzer. Warum denn das nicht? Wir können auch übrigens die Koopa-Panzer nehmen. Auch das war neu in Super Mario Bros. 3. Auch wieder eine Neuerung. Miyamoto wollte sogar Yoshi schon in Super Mario Bros. 1 und 3 einfügen. Da scheiterte das NES allerdings. Go hier, können wir aufnehmen. Aber nicht nach oben schleudern oder so. Das hätte Mario World besser funktioniert. Aber es ist ja auch eine deutlich leistungsfähige Konsole. So, was ich jetzt gemacht habe... Ich bin in den Hintergrund gegangen. Wenn ihr auf dem weißen Block lang genug nach unten haltet, dann kommt ihr in diesen geheimen Bereich. Ja, oh, ein Ton auf dieser Flöte sendet dich in ein weit entferntes Land. Die Flöten sammeln wir, aber benutzen sie nicht, denn die Flöten ja, sind sozusagen die Warp Zone. Gehen wir mal hier ins Toadhaus. Pick a box. Its contents will help you on your way. Auch die Toadhäuser zum ersten Mal sind auch heute noch in Mario 3D World und so weiter vertreten. Ebenfalls Ursprung hier in diesem Spiel gehabt. Und auch der berühmt-berüchtigte Scrolling-Level. Wie ich Scrolling-Level liebe. Hier haben wir den absoluten Urvater aller Scrolling-Level, nämlich der allererste eigentlich. Im Mario-Universum, der so aufbaut. Ja, und mit dem Tanuki können wir halt auch ein bisschen schweben, wenn wir dann noch im Sprung drücken. Hey! Das Extra-Leben hat Angst vor uns. Sprung- und Rennphysik wurden verbessert. Im Gegensatz zu Super Mario Bros. Wird ja heutzutage oft kritisiert.
Mario Bros. 3 war es deutlich besser und ja, nochmal gesagt, nicht, dass irgendjemand das in den falschen Hals bekommt. Das hier ist die grafisch und soundtechnisch aufgebesserte 16-Bit-Version vom Super Nintendo Super Mario All-Stars. Da habe ich auch schon Super Mario Bros. 1, The Lost Levels und 2 mit euch Let's Played. Eigentlich kann man sagen, haben wir das komplette Super Mario All-Stars zusammengezockt. Aber das passt schon. Ich habe auch damals, ich habe das schon mal Let's Played vor langer, langer Zeit, aber die Quali war sowas von nicht in Ordnung. Och, komm schon, ich wollte doch eine Blume haben. Und zwar habe ich damals mit dem Crabber von der Wii aus gespielt, aber die 16-Bit-Version, weil Super Mario All-Stars auch für die Nintendo Wii erschienen ist. Genauso wie sie für Super Nintendo erschienen ist, hier zum Jubiläum. So, hier können wir so ein bisschen... Line up the pictures and get a prize. You only get one try. Okay, okay. Also, ich dachte mal, wenn wir auf den Stern drücken, kommt ein Pilz raus. Drücke ich jetzt immer, wenn der Stern kommt. Das könnte funktionieren. Toll. Ein Stern. Ein Pilz mit Füßen. Das erste Castle. Dun, 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 dun. Ja, es macht schon jede Menge Spaß. Jetzt haben wir Feuer Mario. Den kennt man von Mario Bros. 1 noch. Also ihr seht schon, das Ganze hat nichts mehr mit Mario Bros. 2 gemein. Das könnte man eigentlich als den ultimativen Nachfolger bezeichnen. Man muss auch sagen, dass Miyamoto weder an The Lost Levels, da war er nur ein bisschen beteiligt, und an Super Mario Bros. 2, was eigentlich Doki Doki Panic ist, auch nur sehr wenig. Aber dieses Spiel ist wieder komplett unter seiner Obhut... Och, nee, oder? Komplett unter seiner Obhut entwickelt worden. Na, das nun mal, hat er echt so viele Ideen einfließen lassen, die heute so selbstverständlich sind. Aber Schlösser, die gab es schon hier. Was es hier nicht gab, das sind die Wandsprünge. Die hätte ich jetzt nämlich gerade bei dem Fail gebrauchen können. Dunkle, mystische Musik. Und wie gesagt, der Umfang. Ich freue mich. Ich kenne natürlich nicht jeden Level jetzt so in- und auswendig, aber natürlich alles schon mal gesehen. Und das wird noch spannend. Das ist ein richtig guter Level. Ja. Hier gibt es auch noch so eine Flöte. Ich zeige euch auch, wie man hinkommen kann, aber ich will sie nicht einsetzen. Ich will gegen den kleinen Boss kämpfen. Ihr müsst hier Anlauf nehmen, am besten nicht von Knochen trocken erwischen lassen und dann hier hochfliegen nach rechts und dann nach oben drücken. Dann geht ihr durch eine geheime Tür, wo es eine Flöte gibt. Und die pusten uns quasi weg in ein geheimes Land. Vielleicht setze ich sie ja in der letzten Welt ein. Wir können im Item-Menü die ganzen Items bunkern und einsetzen je nach Bedarf, wie auch in New Super Mario Bros. DS und New Super Mario Bros. 2 für den 3DS. Oder? Ne, ich verwechselte. New Super Mario Bros. Wii und New Super Mario Bros. U. Genau. Da bin ich auf dem richtigen Dampfer. Na, kennt ihr den hier? Das ist Bum Bum! Das war Bum Bum! Von dem war lange Zeit nichts zu sehen im Mario 3D World. Mario 3D Land. Tauchte er erstmals wieder auf. Bum Bum ist einfach ein... Ja, Zwischenboss. Der wird sich noch einiges einfallen lassen. Ich denke mal, dass wir die erste Welt hier wunderbar in den Part hinkriegen. Jetzt geht's aber in die Höhlen. Auch mit schönem fließenden Übergang. Dass wir so auch aus den Höhlen hier raus können, sozusagen. Ah, da oben ist irgendwas los. Da kommt man wahrscheinlich wieder raus. Und irgendwo gibt es einen Röhreneingang. Gibt auch viele, viele Wege. Bloß aufpassen. Piranha-Pflanzen sind wieder am Start. Ja, habe ich es erwähnt? Knochentrocken. Wo er schon beim Thema Knochentrocken war. Auch er, sein allererstes Debüt hier in diesem Spiel. Normalerweise bekomme ich immer die Sterne hier in dem Ziel. Wenn man 3 von derselben Sorte bekommt, gibt das jede Menge Leben. Oh, guck mal, da ist was aufgetaucht. Flip over any 2 cards and see if they match. Miss Trisel, you're out. Aha, Memory. Nur 2 Versuche, aber wenn ich doch gar nicht gesehen habe, wo was ist, wie soll ich das dann hinkriegen? Hey, krass. Wie soll ich es denn hinkriegen? Fail. Nee, okay. Aber zweimal nicht, sonst sind wir draußen. Okay. Na.
Tada. Macht nichts. Aber hier haben wir die Flöte und die Sachen. Jetzt kann ich zum Beispiel, zack, den Pilz nehmen. Auch diese Möglichkeit hatte hier sein Debüt. Wir werden über weite Strecken, es wird längeres Let's Play sein als die ganzen Vorgänger. Zum Ende hin wird es auch noch richtig knallig schwierig. Und ich mochte damals auch schon die Hintergründe, also diese Berge, die sehen da echt gelungen aus, finde ich. Für 16-Bit-Verhältnisse, klar. Ich weiß auch, dass wir inzwischen 2014 so schreiben. Ja, für 1993 war das ganz nett. So, ab ins Loch und... Ja. Ich muss gestehen, ich steuere gerade ein bisschen unsicher. Ich bin ein bisschen draußen aus dem Spiel, das wird sich aber wieder einfinden. Mit dem Tanuki sind wir immer gut unterwegs, wir können auch hier... Was würdet ihr davon halten, wenn man dieses Ziel wieder einbaut? Es gibt ja immer verschiedene... Lassen wir jetzt mal Super Mario Bros. 2 außen vor, ja. Super Mario Bros. 1 gab es die Zielflagge. Ihr Hammerbruder... Nein! Wow! Oh, nee, oder? Jetzt bekomme ich dafür einen Pilz, pass auf. Einen Stern. Noch schlimmer. Ja, Super Mario Bros. 1 gab es die Zielflagge und in Mario Bros. 3 halt dieses... Ja, Roulette-Spielchen. Mario World gab es diese andere Stange und, und. Was würdet ihr... Was wäre euch am liebsten, was wieder auftauchen sollte? Weil sie benutzen ja jetzt immer und immer wieder die Zielflagge von Mario Bros. 1. Da könnte man wieder was Neues einfallen lassen. Warum nicht einfach so? So, wir sollen zum Schloss. Ich habe die Story gar nicht erzählt, ne? Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand, so we can change him back. Aha, der König wurde zu einer Schlange aus Super Mario Bros. 2. Oh, da müssen wir Bowser mal auf den Zahn fühlen, hier auf dem Luftschiff. Ist auch sehr nice, dass der König sich immer in eine andere Gestalt verwandelt. Oder verwandelt wurde von Bowser und er braucht seinen Zauberstab. Sag mal! Diese billigen Fails heute. Ich wollte euch aber zeigen, was passiert, wenn man Luftschiff nicht schafft. Dann geht es nämlich an eine andere Position. Hätten wir jetzt irgendein Level da nicht geschafft, dass wir da nicht hin können, ich denke mal, das werden wir noch sehen, kommt vor, dann... Oder es kommen noch irgendwelche anderen Hindernisse, ne? Dann haben wir ein Problem. Wir müssen erst ein Level schaffen, um wieder zum Luftschiff zu kommen. Also den schnellsten Weg zum Ende einer Weltbahn ist nicht immer die Optimallösung. Beziehungsweise kann Probleme bereiten. Eins, was mich gewundert hat damals, es hieß ja immer, das Debüt von Yoshi kam in Super Mario World. Aber dann war ich als Kind erstaunt, als ich ihn plötzlich in Super Mario Bros. 3 erblickt habe. Yoshi ist hier dabei, er wird an diesem Let's Play auftauchen. Der Pilz zurück oder nicht? Sieht nach einem Nein aus. Ja, der Witz ist aber, Yoshi ist eine Verwandlung eines Königs später, das werden wir noch sehen. Aber das war in der 8-Bit-Version nicht so. Die 8-Bit-Version war irgendwas anderes an Yoshis Stelle. Also sein Debüt in Super Mario World. So, wer bist du? Iggy? Larry? Also hier kann ich euch noch schlechter erkennen. Und auch die 7 Koopa-Kids tauchten zum ersten Mal hier in diesem Game auf. Er mit dem Zauberstab. Wer war's denn? Schreibt mir in die Kommis, welche von den Koopalingen, von den Koopa-Kids das jetzt waren. Da wir ihm den Zauberstab abgenommen haben, können wir den König zurückverwandeln. Der sieht nämlich so aus. Toad freut sich. Oh, thank heavens. I'm back to my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Ein Brief von der Königin. Peachy! Greetings. If you see any ghosts, wenn du irgendwelche Geister siehst, sei vorsichtig. They will chase... Die gehen auf dich zu, wenn du dir den Rücken zudrehst. Und etwas für uns, das uns helfen wird. Prinzessin Toadstool. Sag's auch nochmal. Toadstool ist der Nachname, Peach ist der Vorname. Opening von Super Mario 64 gibt sie Mario quasi die Erlaubnis, sie Peach nennen zu dürfen. Also es sind nicht verschiedene Namen, wie manche behaupten immer, sondern sie heißt Peach Toadstool. Alles klar. Und Daisy ist wieder jemand anderes. Okay, wir sind in der zweiten Welt. Natürlich eine Wüstenwelt, wie immer, ne?
Aber schön, dass die Palmen hier abdancen. Das war der erste Part von Super Mario Bros. 3. Wir haben die komplette erste Welt gelöst. Wenn es gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Und es wird noch geiler und interessanter. Bleibt dran, das bisher war nur ein Vorgeschmack, Freunde. Bis dann und ciao!